Ein richtig, richtig schönes Thema. Bleib hier, ich hol sie hin. Und zwar haben wir uns eine Armatrix-Anlage gegönnt. Na klar, was sonst? Die Anlage haben wir uns gegönnt. Jetzt gucken wir uns mal an. Erstmal, wie die Verarbeitungsqualität so ist. Plus, es ist eine Klappenanlage. Geil! Plus, die hat richtig böse Durchmesser und ist perfekt für unser Leistungsziel. Das ist zum Beispiel unser Endtopf. Wie man sieht, sind ganz, guck mal, ich zeige euch mal genauer. Ihr seht, wie groß die Dämpfereinheiten sind, ne? Mega krass. Ja, weil ich wollte es nämlich nicht so laut haben. Versteht ihr, was ich meine? Damit die Geräuschemission nicht so groß ist. Seht ihr hier den Endtopf? Das ist der Endtopf. Aber konnte er es nicht kleiner bauen irgendwie? Ich weiß auch nicht. Also, der ist schon groß jetzt, finde ich. Ja, ja, ja. Ist auch so. Ja, weil, wie gesagt, laut ist out. Ja. Haben wir uns gedacht, das ist so für den Endtopf die leiseste Variante, die geht. Gut. Das wird geil. Aber zumindest kann man stolz sein, dass ich überhaupt einen Dämpfer fahre. Guck mal, du. Das ist unser Endtopf. Ja, das bringt auch was. Ja, warte, warte ab. Wenn du gleich, unsere Downpipe siehst, dann wird noch viel besser. Ja, hier? Ja, ich pack mal eben aus, was gleich ist. We get litty, oh, we get litty. Your girlfriend up at my show, and you know that she get with me. Might just be up in your city, at your bar we get shitty. They won't take my... Die muss man anziehen zu montieren, sonst kriegt man die nicht fest. Everybody know we getting litty in this bitch. Roll the indica and put a henny in this bitch. If you people knew what we were really capable of, then you flip out and pull a 360 on the bitch. All I ever do is burn paper like Fahrenheit. 451 fireworks in the air tonight. Peace, y'all. Der Manni baut einen schönen Auspuff dran, was ich ja sehr geil finde. Guck mal her. Und zwar, wir haben einmal dieses äußere Rohr. Das ist eine sehr, sehr schön gemachte Sache. Guck mal hier, du hast ein Rohr im Rohr. Du steckst ja jetzt das größere Rohr oder das kleinere Rohr in dieses rein, aber normalerweise werden genau da Abgasanlagen immer undicht und deswegen haben die innen drin nochmal ein Führungsrohr. Somit steckst du das quasi, guck mal, ist das? Ja, geht noch von aus. Also, ne, das ist dicht, hoffen wir mal. Aber, toll, toll, toll. Aber rein technisch gesehen müsste das wirklich extrem dicht sein. Was wir auch schön sehen können, dass die Passgenauigkeit wirklich ganz geil ist. Verarbeitungsqualität gefällt mir auch gut. Jetzt muss der Klang nur noch passen. Aber wenn ich das so sehe, und das ist quasi unser Dämpfer, weil das hier ist ja, wenn Klappe auf ist, hier ist unsere schicke Klappe, guck mal, ist das ja alles komplett Durchzug. Ohne Endtopf, ohne alles. Und wenn die Klappe hier schließt, gehen die Abgase nicht mehr den großen Weg, sondern müssen hier durch so einen, weiß nicht, 45 mm Rohr ungefähr rein und haben dann diesen Raum hier, um halt einfach leise zu werden und treten dann hier in dem Dämpfer wieder rüber und gehen dann den normalen Abgasweg wieder entlang. Dazu kommt, der Dämpfer sorgt dafür, denke ich, dass Störresonanzen und so ein allgemeiner Resonator-Bereich entsteht. Johnny, gut an der Kamera vorbei. Welches Wort hast du gerade gesagt? Das wird nachher lustig. Das wird irgendwann noch lustig irgendwann werden, dass ich das gesagt habe. Weil das Risiko ohne Cut ist relativ groß, dass der sich sehr, sehr im Innenraum sehr heavy anhören wird. Weil ich muss ehrlich zugeben, und ich predige das ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, der schönste Klang ist mit Serienabgasanlage. Ich glaube, dass dieser Klang hier wichtig sein wird, um einmal die hohe Motorleistung fahren zu können, die wir nachher fahren wollen, weil wir brauchen den Rohrdurchmesser. Wir brauchen die 3 Zoll von vorne bis hinten, um wirklich gut Flow zu bekommen. Wir brauchen vor allen Dingen No Cut, um halt dementsprechend Durchzug in die Bude zu bekommen. Und das ist so das Verhältnis, warum wir die Abgasanlage fahren. Wenn das Ding jetzt noch klangmäßig geil ist, was ich wirklich hoffe, bin ich Happy Man. Also Leistung und Klang und leise fahren, ne? Also per Klappe noch leise schalten können. Das wäre wirklich die geilste Kombi überhaupt. Also wenn das alles auf einmal geht, haben wir Weihnachten. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wenn hier so ein Bart dran machen. Jingle Bells, Jingle... What? Dann los geht's. Ran das Ding. Lass jetzt Klappe zu. Wir bauen zusammen und fahren eine Runde. So, bis gleich. Tschüss. So. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Obenrum geil. Anderer Klang, ne? Ja, komplett. Obenrum ist wirklich anders. Wir fahren jetzt mal zu, ne? Ob er zu auch DSG-Plöppeln hat und all sowas. Was die Klangart, was der Cut an Klangart ausmacht, ne? Wenn er keinen Cut hat, dann der Wagen, dann hast du so einen Flimmer.
ganz anders. Ganz anders auch. Ganz anders. Ich finde es jetzt schon geil. Ich finde es auch Zuschauen. So geil. Also Zuschauen schon fett. Ist nicht zu leise. Nee. Wir fangen mal an normale Drehzahl, weil ich bin ja Doktor, ich hasse Störresonanzen. Und deswegen gehen wir gleich mal in den typischen Bereich. Fünfter Gang, 2500 und geben mal ohne Automatik untertourig Gas, ohne dass das Getriebe runterschaltet, dass du so in den Gang reinpumpst. Das ist da, wo der Motor ultra laut ist. Ich denke, er wird auch hier zu schon Geräusche machen. Man muss aber überlegen, wir fahren 3 Zoll ohne Cut, ohne Endschalldämpfer. Eigentlich. Guck, was passiert. Nicht nur eigentlich. So, Scheibe zu. Vollen Respekt. Boah, wie machen die das? Das ist dieser große Mitteltopf, da wo die Klappe dran ist. Und Rohrdurchmesser. Das war ja ein sehr kleines Rohr, bei um die 40 mm. Statt 3 Zoll, statt 76 mm. Sehr gut. Das sind wir noch nicht offen gefahren. Jetzt die Frage, was der Auspuff offen macht. Kasala. Ich will noch ein bisschen hören. Weil für mich ist das Wichtige, laut kann, das ist ja jetzt nicht so super schwierig. Aber das ist schon mal sehr, sehr zufriedenstellend. Hör mal. Es ist offen. Ach. Ja, alle ganz andere Musik in der Bude. Wir müssen leider die Heizungskontrolle immer ausmachen bei diesem Auto. Oh, geil, ne? Sehr racy. Das gleiche wie gerade. Ja, ja. Ne? Stimmt. Super. Oh, hätte ich ja nicht gedacht, dass das so viel besser wird. Also, ist natürlich jetzt schon eine Hardcore-Anlage, ne? Also wirklich Hardcore. Army-Trix ist sowieso, finde ich, wenn es wirklich durchgeknallt werden soll und wirklich total abgefuckt, dann sind die richtigen. Weil es so dermaßen krass ist vom Klang immer. In der 3 finde ich es noch krasser. Das, ne? Also ganz ehrlich. So machst du so. Sollen wir Außenfahrbilder morgen machen? Also für euch ist es jetzt gleich. Soll ich noch Tschüss sagen? Nö, nee, muss ja nicht. Seid ihr bereit für die krasseste Zeitblase überhaupt? Wir haben uns nämlich gerade vertan. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, weil wir haben gestern gedreht Golf und Focus RS, fahren wollten aber Fahrbilder drehen. Jetzt habe ich gerade den Anfang, wo ich eigentlich sage, ey, wir machen Fahrbilder heute mit dem Nobby statt mit dem Joni beim Ford Focus RS gesagt und nicht beim Golf. Das heißt, das ist jetzt zeitblasentechnisch ganz schwierig. Also wir schneiden das jetzt auch an den Ford Focus. Das wird aber auch beim Golf sein. Auf jeden Fall dreht der Nobby jetzt die Fahrbilder von außen mit dem Golf. Das wird so verrückt. Das ist sehr, muss wirklich aufpassen. Am besten machen wir ein Diagramm. Dienstag, Mittwoch, Joni, Nobby, Ford, Golf. Oder? Hört sich gut an. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall machen wir jetzt Fahrbilder soundmäßig Golf. Hammer hart, Alter. Aber ey, ist dir das aufgefallen? Oh mein Gott. Es guckt zu. Scheiße. Seid leise, komm. Wir wollen es nicht wecken. Und Klangart? Anders, ne? Scheiße. Das hört sich nicht in einem Golf an. Nein, ne? Willst du ihn hinter so einer Mauer herfahren lassen, dann bist du, glaube ich, gerne, was das für ein Auto ist. Nee. Also, ich würde vielleicht vermuten,
Das ist ein BMW, aber ja. Sich erschrecken, wenn sie einen Golf sehen. Das ist laut, ey. Hammer, ne? Ich meine, es ist Geschmacksfrage. Ne? Manche mögen diese Klangart ja gar nicht, weil ein V8 viel besser sich anhört. That's fucking right. Aber es gibt kein V8 in verfickten Golf. Es ist ja einfach so. Noch nicht. Dafür, dass es ein Vierzylinder ist, finde ich die Klangart und Klangfarbe und was es dir so gibt an Emotionen. Eins. Das ist so racy. Und wenn ihr dann schaltet. Aber das wird dir keiner glauben. Dass ja, stimmt. Anders anhört. Es ist unfassbar, das hätte ich selber nicht geglaubt. Ich bin auch gespannt, gleich mal selber von draußen zu hören. Ich hab's noch nicht gehört. Alter, ist draußen denn doll anders? Das hört sich nicht nach einem Golf an. Ist laut? Ja, voll. So, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß. Ich denke, er gehört schon zu den sehr, sehr lauten Golf 7 GTIs, die es so gibt. Und wir haben megamäßig Spaß. Jetzt heißt es Turbolader. Einbauen und Kupplung gleichzeitig, ne? Kupplung, Turbolader. Da hab ich noch berufen. Tritt mal richtig rein mit dem Ach so, ja, ich erinnere mich. Oh! Mein Dad hat selber in Kalifornien. Ja. Schmeiß weg den Haufen. Ja. Ach, er ist das. Ich liebe diese Stadt mehr als alles andere. Das Schmeiß weg den Kalifornien und fährt mit Williams auf dem Roller weg. Es geht nicht geiler als Dortmund. I love it. Tschüss. Seht ihr hier den Endtopf? Das ist der Endtopf. Aber konnte er sich nicht kleiner bauen irgendwie? Ich weiß auch nicht. Jingle Bells, Jingle What?